In meinen normalen Videos präsentiere ich euch immer ein Gadget oder ein neues cooles, beziehungsweise nicht ganz so cooles Smartphone. Heute ist das anders, denn heute kommt kein normales Video. Ich habe mich unter anderem mit Jake, Fuchs, Marina und Marcel auf den Weg nach Salzburg gemacht. Dort erwartete uns aber keine typische Pressekonferenz, sondern ein richtiges Abenteuer. Zunächst ging es aber mal in die Luft. Na gut, auch in Salzburg gab es eine Pressekonferenz. Aber nicht für SanDisk, deren Einladung wir nach Salzburg gefolgt waren, sondern für Red Bull X-Alps 2017. Die Veranstalter beschreiben dies als das härteste Adventure-Rennen der Welt. Und nach dem zu urteilen, was wir später noch am eigenen Leib erlebten, kann ich dem eigentlich nur zustimmen. Warum, erfahrt ihr später. Nach der Pressekonferenz ging es zurück ins Hotel. Und zwar in einem absolut coolen Gefährt, vor dem wir natürlich alle mal frisieren mussten. Mit uns meine ich allerdings vor allem Jake und mich. Anschließend konnte es aber auch schon an Bord gehen. Wir haben schon überlegt, ob hier eine Red Bull-Dose als Lenkrad ist, aber leider nein. Eine verpasste Chance. Wir ließen uns natürlich nicht zweimal bitten und waren schon mit an Bord. Währenddem wir euch noch ein bisschen mit Red Bull die Nase lang machen, vielleicht noch etwas zu den X-Alps. Dieses Jahr starten 31 Athleten aus 20 Nationen, die eine 1,138 Kilometer lange Strecke quer über die Alpen hinter sich bringen müssen. Im besten Fall können sie viel davon fliegen und im schlimmsten müssen sie laufen. Auch wenn das Wetter am Samstag sehr gut war, für den Sonntag sah es leider nicht ganz so rosig aus. Also ich bin mir sicher, das ist das größte Motto-One, in dem ich je war. Weiterhin total optimal, kein Zimmer zur Straße, perfekt. Und da sind auch schon die Alpen. Ich tanke kurz Energie und meine Geräte auch. Lange währte meine Ruhe allerdings nicht. Schließlich war niemand zum Schlafen nach Salzburg gefahren. Mit den Smartphones checkten wir kurz die Umgebung und suchten uns ein, zwei Punkte aus, die wir uns anschauen wollten. Und schon konnte es losgehen, ab durch Salzburg, wo wir vielleicht die größten Touris überhaupt waren. Und wenn sich jemand fragt, warum wir Regenschirme dabei hatten, zwischenzeitlich sah es fast ein bisschen danach aus, als würde unser Nachmittag ins Wasser fallen. Kaum gibt's was Kostenloses, ist Jake direkt dabei. Okay, ich auch. Was ist das denn? Krachau. Eindeutig das Bessere, aber immer noch nicht wirklich gut. Währenddem die anderen Pizza essen gehen, haben wir uns in ein Café gesetzt, das hier schon seit 1703 ansässig ist. Wir arbeiten am Diabetes und haben eine Sacher und eine Schwarzwälderkirsch. Und ein bisschen Schlag. Oh, der schwebt. Salzburg wollten wir uns aber nicht nur von unten angucken, sondern auch von oben. Jack und ich fuhren somit mit dem Aufzug einige Meter nach oben. An dieser Stelle sei übrigens gesagt, dass in Salzburg erstaunlicherweise alles ziemlich günstig ist. Der Aufzug knapp 4 Euro hoch und runter und das 24-Stunden-Busticket auch nur 4 Euro. Daumen hoch für die Verkehrsverbünde und die Tourismusgesellschaften. Jetzt atmen wir alle mal ein bisschen Landschaft ein und aus. Noch ein bisschen mehr Landschaft. Und dann geht's auch schon weiter. Da ist der Jack. Ein- und ausatmen. Das ist bestimmt beim Publikum angekommen. Wir sind jetzt für knapp 4 Euro hier hochgefahren. Aber ich habe das Gefühl, wir wollten eigentlich nach da oben. Haben ein bisschen das Ziel verfehlt, aber hier ist auch schön. Wir hiken jetzt ein bisschen, ehe es später wieder zurück ins Hotel geht. Sind wir noch fit, Jake? Wir sind noch fit. Danke, Rachel. 5 Sekunden später. Jake, geht's dir gut? Dann auf geht's weiter. Wir sind jetzt vom Motel One umgezogen ins Schloss Mönchstein. Ist direkt ein bisschen schöner. Weißt du, was wir eigentlich hätten machen müssen? Wir hätten einfach mit der Hochzeitsgesellschaft da reinlaufen. Ja. Sind wir leider nicht dafür gekleidet, gerade wie man sieht. Aber wir gehen gerade den Panoramaweg und ich muss sagen, es ist wirklich schön hier. Dieses Schild sagt mir, dass wir hier nicht hingehören. Aber schön ist es. Schön ist es wirklich. Hier sehen Sie, wie Jake ein totaler Tourist ist. Cool. Jake glücklich, Tim glücklich. Das ist mal eine Karte nach meinem Geschmack. Wer viel wandert, muss auch viel trinken. Prost! Nachdem Jake und ich eher den ganzen Nachmittag allein unterwegs waren, trafen wir bei einem kleinen Come-Together sowie einem Abendessen wieder auf den Rest der Gruppe. Nun war wirklich Kräftesammeln angesagt, sei es beim leckeren Abendessen, in einem eindeutigen Geheimtipp in Salzburg, in der Nacht oder auch beim ebenso leckeren Frühstück. Denn der Morgen begrüßte uns mit nicht ganz so schönem Wetter. Hast du dein Essen nicht aufgegessen? Das sieht nicht danach aus. Für uns
Relativ verschmerzbar, für die Athleten allerdings ein großes Problem, denn die wollten eher fliegen als klettern und laufen. Abgehalten hat das natürlich niemanden und so ging's endlich los. Moment, aber einer scheint den Start verpasst zu haben. Jake, los an den Start mit dir! Und währenddem Jake nach oben läuft, bewegt der Rest von uns sich in den Bus. Da drin war es zumindest trocken. Gute Aussichten allerdings gab es nicht. Je weiter wir nach oben fuhren, umso nebliger wurde es. Und gefühlt auch noch ein bisschen regnerischer. Nichts stand mehr für die schlechte Wettersituation, als die alleine für sich stehende Bühne, auf der später eigentlich noch ein Konzert stattfinden sollte. Eigentlich, weil dies natürlich ins Wasser fiel. Wie ihr sehen könnt, hat der Regen natürlich die Athleten nicht abgehalten. Und unsere gute Laune auch nicht. Ganz im Gegenteil. Das schlechte Wetter war eher eine Herausforderung für uns. Persönlich glaube ich, dass wir jetzt Ehrenmitglieder im SanDisk Extreme Team sind. Das Schnitzel im Anschluss haben wir uns aber wirklich verdient. Ich denke, niemand wird abstreiten, dass wir nicht noch gerne länger in der Hütte geblieben wären, denn draußen erwartet uns dasselbe Mistwetter wie auch schon davor. Den Athleten kann ich nur wirklich besseres Wetter in den kommenden Tagen wünschen. Bei dem Start kann es aber wirklich nur noch besser werden. Und so viel Spaß wie der Ausflug nach Salzburg gemacht hat, mussten wir der Wahrheit ins Auge sehen. Der Trip neigte sich seinem Ende zu. Also alle nochmal in die Kamera gewunken und ab geht's nach Hause. Für mich heißt das, zurück nach Frankfurt bzw. Mainz. Ich hoffe, euch hat der Ausflug nach Salzburg ebenso viel Spaß gemacht wie mir und ich konnte euch ein bisschen vermitteln, wie die Stimmung war. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an SanDisk, die diesen Trip möglich gemacht haben. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, warum eigentlich SanDisk? Alle Athleten haben nicht nur eine GoPro, sondern auch eine SanDisk SD-Karte bekommen, um ihr Adventure aufzunehmen. Weitere Informationen zum Event findet ihr unter redbullxalps.com. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.